Wir spielen heute den Familienklassiker Charade. Ja, das Spiel kennt wahrscheinlich jeder hier in diesem Raum. Ich habe da noch nie was von gehört, Samuel. Du musst mir das erklären. Dann erkläre ich dir das natürlich. Also, wir haben hier zwei Teams. Wir haben Team Tim und Celine und Team Patrick und Uwe. Und ja, einer aus jedem Team wird gleich auf der Bühne da vorne stehen und darf sich Begriffe aus der ganz kleinen Schüssel ziehen. Und diese werden dann pantomimisch dargestellt. Und der jeweilige Teampartner muss dann erraten, was denn da überhaupt gerade dargestellt wurde. 30 Sekunden habt ihr Zeit. Und ja, dann gibt es einen fliegenden Wechsel. Das Team, was die meisten Begriffe erraten hat, gewinnt. Und wer verloren hat, trinkt. Ein Shot, genau. Oha, trinkst du, Celine? Nee, Uwe, der bleibt heute hier. Dann musst du zwei trinken, wenn du verlierst. Ach Gott. Ja, wenn, dann muss Tim zwei machen. Ja, dann muss Tim zwei machen, finde ich okay. Auch fair. Okay, gut, gut. Ja, und wenn wir gewinnen, trinkst du zwei. Ja. Gut, das ist ein Deal. Das Team mit der Lady darf anfangen natürlich. Okay, dann mache ich es. Es sei denn, ihr fühlt euch ja jetzt auch angesprochen, wir sind hier nein, offen. Nein, gut, gut. Ja. Ich komme hier mit rüber, weil ich muss hier drüben raten. Klar. Ich muss hier... Das ist echt nicht, das ist nicht clever. Das geht nicht. Okay, alle bereit? Ja. Dann läuft deine Zeit ab jetzt. Ja. Hefersteifen. Schunkeln. Tanzen. Ein Sonnenaufgang. Sonnenuntergang. Was zum? Kannst du was anderes machen? Ich bin überfordert. Wen suchen? Was? Das kann doch nicht schon um sein. Was? Wer? Was? Was? Das war leider die Zeit, Tim. Das war Riesenrad. War ganz klar. Ja. Hören bitte. Natürlich. Sofort gesehen. Ja. Riesenrad. Ja. Das ist schon schwer. Ja. Hey. Super. Ja. Wirklich. Ah. Wir tauschen mal. Ja, es war nur meine Schuld. Ach, alles du hast das großartig gemacht. Man kann nicht immer alles wissen. Ne? Das beruhigt mich. Ja, Tim macht jetzt gleich noch viel besser. Ich mache nichts. Bin's einen raus. Ich schnapp mir hier mal eins. Verkack's nicht, Tim. Ich doch nicht. Die Zeit läuft ab jetzt. Oha, ich krieg den Zettel nicht auf. So ging's mir auch. Lebkuchenherz. Luftballon. Schokobanane, Mandel, Schüssel, Keramik. Das war zu schwer. Also es sollte Brezen und Weißwurst sein. Oh nein, also die Brezen dachte ich hier so eine Brezel machen und Weiß und Wurst. Ah, das war die Wurst. Ich hab's mir überlegt. Das kommt mir bekannt vor. Ja, naja. Na ja. Versuch. Es läuft gut. Dann soll ich anfangen? Seid ihr jetzt fang du an. Soll ich anfangen? Komm. Dann gehe ich mal wieder auf meinen Platz hier. Ja. Okay. 30 Sekunden. Ja. Jetzt. Humuckel. Okay, ich kenn's zwar nicht, aber ich mach da trotzdem. Kotzen. Betrunken? Nein. Erstes Wort. Kotzberg. Kröckelberg. Kotzbergchen? Kotzhügel. Ja! Was? Ja! Respekt! Kotzhügel! Jetzt muss er mir wirklich mal sagen. Kennst du nicht den Kotzhügel? Der ist bei der Wiesn in München sehr bekannt. Dein ja, da kotzen alle mal drauf. Die mal alle drauf besoffen, dann hier hinter. Ja. Ich hab schon mal gehört. Da fahren wir nächstes Jahr hin, Patrick, dann rudeln wir da runter. Absolut. Schafft ihr den Griff erst aufmachen, wenn die Zeit schon läuft, oder? Ja. Okay, Zeit läuft ab jetzt. Sänger, singen, rocken, trallern, performen. Weiß ich nicht, Bon Jovi, Michael Jackson, nein, Janet Jackson. Okay. Hit me, baby, one more time, Britney Spears. Ja. Sieht total cool aus, aber ich, weiß ich nicht, sexuelle Anmache. Schlager. Oh, Schlager, ja. Ah.
Was soll ich da weitermachen, außer singen und schlagen? Was war denn das? Ja, gut. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Sehr gut gemacht. Okay. Oh, Mann. Darauf muss halt erstmal kommen. Ja. Darauf muss halt erstmal kommen. Ich glaube, jetzt bist du wieder. Ja. Nee, wir sind durch. Wir sind durch. Das war schon. Das war schon. Hat er Lieblingszettel drin, oder? Ja, ja, die sind gut vorbereitet. Team Kotzhügel hat gewonnen. Dann habt ihr Team Kotzhügel. Ihr seid Team Kotzhügel. Wir haben gewonnen. Ja, sehr schön. Dann gieße ich. Ja, danke. Ach so. Ja, komm, sind wir nett. Schon wieder. So, ich gieße den mal ein. Team Kotzhügel. Oh Gott, mach doch nicht so voll. Kotzhügel. Soll ich jetzt alle beiden auf einmal weg? Lass dir schmecken. Ja, auf Team Kotzhügel. Ja. Hätte auch noch ein bisschen mehr reingepasst, ne? Super. Guter Verlierer auf jeden Fall. Ne? Man muss durchziehen. Dann danke fürs Mitmachen. Das war Charade. Du wolltest doch nicht schon wieder hier ausmachen, das Video. Du Geringverdiener, du. Weitergucken. Hier geht's zum nächsten Video. Und da könnt ihr den Kanal abonnieren. Erstmal.